So, und da sind wir auch wieder. Und jetzt wollen wir natürlich die afrotischen Jungen platt machen, beziehungsweise Spinnenleichen sammeln. Von großen Spinnen wahrscheinlich. Und ich will von den kleinen Apparaten. Sondern von etwas größeren. Warum ist das die. Dass der gute. Der Chef an der Seite. Ein Fass. Achso, das Fass. Der sich mit dem kleinen. Krimskrams auseinandersetzt. Genau. Sammle Kadaver und hier kommt das Fass. Zack. Ich schätze, ich kann ihren Leichnam hier ablegen. Wir haben den einfach runtergeschmissen. So, und dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt da rüberkommen. Mehrfach eliminieren. Schön noch eine Axt. So, da hätten wir fast was übersehen, beziehungsweise ich. Das heißt Looter King. So, kehre zu Zecher zurück. Und dann muss ich mal kurz Spinnenmatz sortieren. Ja, du Phantom. Einfach rein. Muss ich auch schon in die normale Welt wechseln. So, liegt natürlich noch Loot rum oder so ein Bannkreis? Nein, natürlich nicht. So, aber bevor wir das machen, gehen wir natürlich hier einmal hin und dann drücke ich jetzt nicht die Taste, sondern die. Silber. Leider nichts drin. Eine Ziegelmauer. Jetzt nicht mehr. Mumifizierter Soldat. Mumifizierter Soldat, meine Herren. Oh. Der war dann jetzt doch schneller tot. Sehr gerne die Leichen mit. Und hier ist natürlich noch gut. Seelenstein ist nicht gemacht. Wo geht's denn hier noch hin? Steindiener. Oh. Schieberätsel ist. So. Ui. Dann gucken wir uns mal unseren frisch erhaltenen Loot an. Stab des Wassers. Level 1, toll. Aber wir haben einen verzauberten Stab, der plus 5 Lebenskraft im Zug, alles klar. So, guten Streit kommen, welche explodierte Waldarbeiter-Axt. Wir haben ja noch einen Umhang bekommen. Den nehme ich glatt mal. Und dann kann der den haben. So, hatten wir hier jetzt noch irgendwas gefunden? Nee, für den haben wir glaube ich gar nichts weiter gefunden gehabt. Aber wir haben jetzt noch einen Seelenstein des Nekromanten. Der ist in allem besser aus seiner Abklingzeit. So. Seelenstein des Nekromanten ausgerüstet. So, geht doch. Ähm.
Und wir haben noch Ringe. Ringe des Bullen. Aber hier, da kann auch mal einen Ring kriegen. So, und jetzt muss ich die wieder... natürlich, wieder zurückdrehen. Warum soll ich mir schwer machen? Eine verschlossene Tür. Ich kenne keinen Zauber, der diese Tür entriegeln würde. Ja, dann müssen wir einen Schlüssel oder einen Mechanismus finden. Hey, der schießt auf uns. Ja, Geld. So, nur 6 weitere Spinnen. Mann, geh mich um den Kranz. Da, bitteschön, hast du was. Haha. Aber die müssen wir erstmal aufladen. Den kritischen Stein. Das heißt, wir müssen viele, viele, viele Gegner. So, gehen wir in die Gestalt. Bumm, da ist offen. Hey, spinnt ihr? Hier ist mir unser Sarkophag. So, dann gehe ich nochmal in die Gestalt. Und dann zurück in die. So. Ich brauche noch 4. Da ist ein Teleporter. Das finde ich sehr gut. Hier ist ein Golem. Kümmere ich mit dem. Ich spiele mit dem so an. Ich habe keine Lust. Ist ja größer als ich dachte, die komische Krypter hier. Oder es ist ja ein kompletter Friedhof. Friedhofsschlüssel. Und wenn die Gegner den nicht fangen, gerade wahrscheinlich getroffen. Weil sie wahrscheinlich nicht physisch sind. So, dann gucke ich hier nochmal nach. So, weg mit euch. Ich aktiviere das Ding hier mal. So. Falls es zum Aktivieren war. Das ist ein Sanktum. Das nehme ich auch gerne mit. Achso, das sind, sind mögliche Magier. Achso, beziehungsweise mögliche... Okay. Alles klar. Und dann kann man Lieblingskombinationen... Das muss ich wahrscheinlich mitnehmen. Oder rausfinden oder was auch immer. Das heißt, es gibt viele, viele Kombinationsmöglichkeiten von verschiedenen Charakteren. Das sehe ich fast. Kann man eigentlich separat speichern? Ja, tatsächlich. Erstmal hier.
So, dann hier irgendwie eine normale Form. Ach, ich hätte das überhaupt nicht so sagen. Ist auch nicht schlecht. Stab der Erde. Level 1. Na, jetzt. Ob das schon gar nichts ist? Ah, das war der gute Schuss, okay. Und wir, damit wir schnell wieder zum Ausgang kommen, okay. So, da hinten ist offen, haben wir geplündert. So, und hier trotzdem mit, gehen wir erstmal hier oben weiter. Das sollten wir für später behalten. Schichter Eisenhirn. Kannst Inodun benutzen. Ich muss sagen, die kommen nicht so vorbei. Gucken wir mal, kann ich vorbei? Nee. Oh, da ist nicht so was. Ja, Geld. Gut, an der Stelle kommen wir nicht weiter. Zumindest stehen uns die Dinger da oben im Weg, dann gehen wir halt den anderen Weg. Des Todes. Das ist sehr gnädig. Ihr werdet fallen. So, nur noch ein Kadaver, dann sind wir durch mit der Quest. Grenzenlos zunehmen? Hm, ach, wir haben Level ab. Das ja. Level 4 haben wir erreicht. Dann wollen wir doch mal sehen. Wir hatten ja gesaved, ne? Ein Punkt. Von daher haben wir jetzt Punkte und ich erhöhe einfach mal den Feueratem. Das wird 2. So. Dann haben wir natürlich hier noch ein bisschen was. Dann werde ich natürlich erstmal ein wenig die Ausdauer erhöhen. Ein paar Lebenspunkte mehr schaden dann doch nicht. Hier werde ich ein bisschen die Geschicklichkeit erhöhen. Das jetzt nicht unbedingt, aber noch einmal ein bisschen die Ausdauer. So, dann haben wir neue Fähigkeiten. Ich habe noch 3 Punkte, ich habe gar nicht verteilt. Ölfläschchen, das ist Schadengift. Landmine, Rolle, Totem des Schweigens. Ich denke mal, ich werde noch die Landmine dazu nehmen. Obwohl ich selber viel Verbesserung. Okay, dann verbessere ich das Ölfläschchen. So, lege das auf die W-Taste. Hier habe ich noch einen Fähigkeitspunkt übrig. Das heißt, ich kann die Besessenheit noch lernen. Ich nehme hier einfach mal mit. Ich habe noch Attributspunkte. So, ich erhöhe noch einmal die Willenskraft, das ist wenigstens ein schöner runder Wert. Ansonsten natürlich wunderbare Ausdauer. Ja, und dann war's das.
Ich muss mal heilen. So. Hihihi. Aua. Na, jeder braucht auch 8 Jahre. Ich sage, der nekrotische, der Nekromanten-Seelenstände ist tatsächlich besser. Der hat in die Ecke geflogen, der Pfeil. Wir müssen einen Weg finden, sie zu öffnen. Türmechanismus, aha. Das ist auch noch ein Sarkophag. Nehmen wir mit, haben wir noch ein Buch. Beschädigter Brustpanzer, magisch. Der wird natürlich besser sein als unserer. Natürlich. Dann nehme ich doch glatt den. Komme ich unter den Spektralen irgendwie hier weiter? Ist zum Kaisergrab. Achso, ich bin auf der Suche bei, okay. Diese Inschriften. Allein ein Spross kaiserlichen Blutes darf eintreten. Offenbar gilt das auch für Verblichene. Na dann. Mal rein in die gute Stube. Jetzt. Zumindest haben wir es bis hierher geschafft. Was ist das denn? Ah, das ist ein Zimsapparat ausgelöst. Ja, hätte ich wissen müssen. Aua. Mist. Was ist das denn jetzt? Ein Freeze, ich hasse es. Heile mich, Dämon! Gesundheit geht zur Neige, Tod und Wiederbelebung. Du kannst deine gefallenen Marionetten auf dem Gruppenbildschirm im Sanktuarium wiederbeleben. Alles klar. Buchstab. Noch ein Buchstab. Für Level 5, ist toll.
Wessen Grabmal ist dies? Da ist eine Chronik. Die Chronik und der letzte Wille von Tarkus Magnus, letzter Kaiser von Thole. Meine geliebte Gottkaiserin Koret die Vierte wurde von einem Emporkömmling ermordet, den das Volk den Theokraten nennt. Mutter, sie wurde also gestürzt. Wir waren siegreich. Hier steht noch mehr. Der Theokrat führt den Gottschlechter. Das Undenkbare ist eingetreten und Garulia ist gefallen. Es wurde verfügt, dass ihre Vasallen restlos ausgerottet werden sollen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Streitmacht des Theokraten Thole angreift. Die Stadt kann jeder gewöhnlichen Armee trotzen, doch die Macht des Gottschlechters ist immens. Ich kann nicht zulassen, dass diese Kaiserroute in die falschen Hände gerät. Daher habe ich beschlossen, etwas Iokan-Destillat zu mir zu nehmen. Ich werde rasch verscheiden und dieses Grab vor der Entdeckung durch unsere Feinde bewahren. Wer immer diese Chronik findet, ist die letzte Hoffnung des Garulianischen Kaiserreichs. Nehmt diese Route und sucht die übrigen Kaisergräber. Vermutlich wurden schon viele geplündert, doch einige waren vielleicht gut genug versteckt, um unversehrt zu sein. Der Inhalt dieser Gräber wird euch die Macht verleihen, euer Geburtsrecht einzufordern und uns alle zu retten. In den Außenlanden südlich von hier liegt eine weitere Grabstätte. Dort sollte General Titus beigesetzt sein. Mit etwas Glück wird seine Chronik euch zur nahen Ruhestätte von General Varula führen. Um zu obsiegen, müsst ihr den Kaiserstab mit euch führen. Möge die Gottkaiserin euch segnen. Unterzeichnet Tarkus Magnus, Kaiser von Thole. Ein Schlüssel zum Arcanum. Er ist uralt, doch vielleicht funktioniert er noch. Und eine Kaiserrute. Das Muster ähnelt dem Zepter meiner Mutter, doch sie ist viel kleiner. Wie rechtfertigen diese armseligen Dinge einen ehrenvollen Freitod? Und was ist der Kaiserstab? Ein solches Relikt ist mir nicht bekannt. Hier warten Mysterien, die es zu lüften gilt. Und jede Menge Fragen scheinbar. Aber nichtsdestotrotz, diese Fragen klären wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.